Seid gegrüßt, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück. Ja, hier bei einer neuen Folge von Minecraft The Lost Treasure. Ja, der verlorene Schatz. Leute, in der letzten Folge haben wir ja in diesem sinkenden Schiff hier wiedergefunden. Und ja, heute werden wir dieses Schiff verlassen, weil wir haben ja auf diesem Schiff jetzt die Quest, glaube ich, erfüllt, hier zu entflüchten, zu entkommen. Und irgendwo habe ich doch noch gestern irgendwas gelesen, was ich noch gucken wollte. Wo war es denn? Übrigens auch einen neuen Shader. Das ist der Contanium Shader. Richtig geil. Zwar leistungsfressend, wie eine Sau, an einigen Stellen, aber richtig geil, Leute. So. Hier ist übrigens auch die Pisten, die wir gestern ausgelöst hatten. So. Ja, gut, ich glaube, auf dem Schiff hier gibt es nichts mehr für uns und ich würde einfach sagen, wir bewegen uns in Richtung Island, in dieses, wie hatte der Schiffskapitän gesagt, die verlorene Insel oder, ne, die mysterische Insel, da hinten ist ein Boot, da ist ein Boot, wie geil ist das denn? Ja, noch eine kleine Neuerung, und zwar nehme ich heute eine Testaufnahme mit Shadowplay auf, weil OBS verträgt sich gar nicht hier mit dem Shader jetzt, mit der Performance. Das leckt dann extrem rum. Ja, an der Grafikkarte liegt es nicht. Das liegt dann einfach daran. Also, ja, wie soll ich es erklären? Es leckt nicht im Spiel. Die Aufnahme leckt einfach, obwohl das Spiel nicht leckt. Wenn ich jetzt aufnehme, habe ich trotzdem noch 80 Frames. Jetzt habe ich 70, weil jetzt hier halt eben mehr Details und so geladen werden. Ja, wie ich das halt erklären soll, keine Ahnung. Dann leckt einfach nur die Aufnahme, obwohl ich mit 60 FPS aufnehmen möchte, aber die Aufnahme leckt trotzdem. So. Ja, gut, gehen wir mal hier in die Mitte der Insel. Aber hier ist nichts, aber hier ist Sandstein, guckt mal. Das sieht doch schon sehr mysterisch aus. Ich weiß, mit dem Shader ist jetzt ein bisschen sehr hell, aber der sieht doch mal geil aus, der Shader, oder? Es ist ja jetzt möglich, mit dem zu spielen, weil wir jetzt eine etwas leistungsstärkere Grafikkarte hier besitzen. So, ich würde... wo ist denn die? Die Spur hört hier plötzlich auf. Alles klar. Ich weiß nicht, warum jetzt hier die Spur plötzlich aufhört. Aber hier sieht es doch stark nach einem Tempel aus, oder? Nee, nach einer Höhle. Hier sind zwei gebratene Fische. Das ist sehr gut, weil ihr könnt ja mal was vertragen. So. Warum ist hier eine Leiter? Nee, das geht nicht, das weiß ich. Ach, guck mal hier. Part of the Diary. 1. Und eine Fackel. Okay. What a storm. We are running from the pirate ship and we lost ourselves in the big fog. Big waves crushed our ship. Royal Fontu. Only three of us arrived. They helped us to row the boat off the shore. As rain continued to fall, we need to hide somewhere. I can see the big tree from our oak cave, maybe. It's the biggest one on this strange island. Hope I can catch sight of the passing ships in the distance. All I have to do is to climb first. Ist anscheinend ein hoher Baum. Also das Schiff wurde in einem grässlichen Nebel, in einem sehr dunklen Nebel gefangen. Und Diamant, Smaragd. Und ist anscheinend jetzt von einer Welle verschluckt worden, deswegen sind wir auch gesunken. Und ja, der hat einen riesengroßen Baum gesehen und da soll man hochklettern können, so viel ich jetzt verstanden habe. Und hier ist nichts mehr, nee. Alles klar, hier scheint nichts mehr zu sein. Also gehen wir da hinten weiter. So, wir sind wieder hier die Dschungelbewohner und sind hier wieder ganz fröhlich unterwegs, ne? Und ich könnte ja mal kurz nach meinem Timer hier schnell gucken. Und wie sich einfach hier die Bäume im 30 FPS bewegen, guckt mal. Und das Bild sich mit 60, lol. Ja, sehr schön zu wissen. Aber der Shader ist aber wirklich geil. Kann ich nur empfehlen. Ja, und was ist hier eigentlich passiert in diesem
Island. Und da hinten ist wieder eine Kiste. Und was wir genau finden müssen, Leute, fragt mich bitte nicht. Anscheinend nur ein Schatz. Oh, giftige Kartoffeln. Die nehme ich jetzt nicht mit. So. Laut Bilder soll es hier auch ein Baumhaus geben und irgendetwas Unterirdisches, laut Screenshots. Deshalb müssen wir halt eben jetzt mal gucken, was wir hier alles so finden. Wenn wir eine Spitzhacke finden, kann es ja nur dieses Loch da sein, weil da ist nicht umsonst eine Leiter. Okay, er hat vom Schiff aus, das ist ja da hinten irgendwo das Schiff. Da hinten kommt es in der Ferne. Da ist noch was. Hat er ja einen Baum gesehen. Leute, da... Was ist denn das? Ist hier ein Grab? Captain's Justice, covered in blood. Getränkt in Blut. Captain Turner. Oh. Ja. Schön. Dass der Captain Turner hier unterwegs war. Und ich hoffe auch, dass mit Shadowplay jetzt alles okay ist. Wenn es soll, sehr miserabel sein von der Qualität oder so her, kommt natürlich wieder OBS dran, dann kommt es natürlich wieder zu Lags, aber naja. Aber ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, ich denke schon, dass es so okay sein wird. Die Aufnahmen sind halt viel, viel größer, weil es nicht wie OBS direkt hier konvertiert, sondern alles beibehält, wie es so ist halt. Und ja, ich hoffe auch, die Ingame-Sounds funktionieren, obwohl müssen sie eingeschnitten, weil... Wir haben hier gar keine Sounds in dem Spiel. Und irgendwo soll doch hier noch ein Baumhaus sein. Und hier ist wieder so ein... Ach nee, das ist der Weg von vorhin. Ich würde einfach sagen, wir... gucken mal hier in die Richtung. Hier waren wir nämlich noch nicht. Hier hinten. Es war ein sehr großer Baum, hat er ja geschrieben in seiner Geschichte. Wir gehen mal hier auf den Baum hoch. Guck mal da hinten. Da ist ein Baumhaus. Habe ich so richtig gesehen. Die Insel ist doch ein bisschen größer, wie ich dachte. Die hat ja am Anfang so richtig klein ausgesehen. Aber jetzt entwickelt die sich zu einem, ja, Mega Island. Mega Island. Ach stimmt, wir können nichts kaputt machen. Und hier ist ein Baumhaus. Hm. Und hier ist ein Ozelot. Okay, das ist der Baum. Gehen mal hoch. Und ich will auch nett... okay, hier ist jemand. Trade, hey, Trade. Nee, ich deale jetzt nicht mit dir. Hier oben ist aber nichts. Steine. Die nehmen wir alle mal mit. Komm, wir nehmen mal Steine mit. Aus Spaß. Nehmen wir mal Steine mit. Part of the Diary 7. Alter, wie viele Diaries sind denn hier? Okay. Today I have found the strange compass in the sand. Okay. It's broken. It does not show the north. I should probably throw it away. Or I could try to sell it one day. Sometimes it look like that the needle shows where Elizabeth stands. Pirate. Nee, pirates, pirates, everywhere. She went to pour some fresh water. I cannot find her now. I'm surrounded. I hope I will hide somewhere before they reach her. I'm hiding in the cave by the sea. In a cave by the sea. Ah, eine Höhle. Elizabeth, be safe. She is gone. Elizabeth is gone. And I'm calling her name. Every day. No answer. At least I hope she's full her dream. Okay, wir sollen uns jetzt die Elisabeth finden und da hinten sehe ich doch ein Haus. Guck mal. Sieht aus wie ein Haus. Da gehen wir mal hin. Wir lassen den Trade hier oben alleine. Boah, meine Nase juckt gerade so extrem. Was macht der da? Breakdance-Moves, Alter. Guck mal. Boah, der geht ja voll ab hier mit den Breakdance-Moves. So, wo war das Haus? Hier? Nee. Ach, warte mal, hier ist auch noch was. Mann, was ist denn hier alles passiert? Oh. So, ja. Einfach mal aus Spaß reinspringen. Und hier haben wir Holzkohle. Part of the Diary 4. Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Englisch jetzt alles zu lesen. Aber machen wir mal, komm.
Ich bin jetzt so gut in Englisch, aber na gut. The captain was telling the story. Terra was once at a rescue ship aboard, which some wicked pirates lived. These pirates spent their days sailing the seas and oceans hunting for very variable lost treasure. Also der verlorene Schatz. We were sitting by the fire again, telling stories. The captain was hungry. Zoe went hunting. Elizabeth was alone with me. The only sounds were sea waves, cracking fire and their deep breath. She took my hand. Okay. I have find the Emerald Cave. We gonna be rich. Also die hörten hier nur die Wellen. Ich höre jetzt gar nichts im Moment. Und das Feuer. Ja. Hier hinten ist ein Kürbis. Den können wir aber nicht kaputt machen. Und wir haben jetzt hier sehr viel Kohle gefunden. Und ist hier die Cave? Emerald Cave. Ach, hier unten ist die Emerald Cave. Boah, ich will nicht wissen, was das da unten ist. Ah, man kann hier also reintauchen. Leck mich am... irgendwas? Ist das eine geile Höhle? Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Und ich glaube, wir müssen hier... Ah, wir spielen ja schon auf normal. Ich glaube, wir müssen hier kämpfen. Und Emeralds können wir leider nicht farmen. Weil wir ja noch keine Spitzhacke besitzen. Aber, nee, immer noch keine. Part of the Diary 5. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur alle Diaries finden. Und das war dann die Adventure Map. So, this island needs a name. I will name it Emerald Island. Okay. There is a lot of emeralds around. The island once day. I sell them all. Okay. Also er will die alle verkaufen. And I will buy my own ship. I will be my own captain, and I will name the ship Elizabeth Secret. He took the diary. No, it's only in parts. The captain is mad. Did he find out about my secret feeling reading the pages? What to do? Today is probably my last day. Captain Turner challenged me on a duel. My destiny will be final a moon on the south... Was? Southernmost part of the island, also in den südlichen Teil. Und jetzt kommt Monkey Island im Hintergrund. Leute, das passt doch gerade. Monkey Island, das passt doch gerade voll. Mensch, oh, das ist hell. Das passt doch gerade voll, die Musik, oder? Hier zu dem Island. Ein bisschen Monkey Island, genau. Und da hinten? Ah ne, das war jetzt schon das Cave, wo wir da gesucht hatten. Ich würde sagen, wir begeben uns gleich zu dem Haus dahinter. Gut, die Aufnahme ist auch jetzt nicht mehr so lange. Ich glaube, in 3 Parts bekommen wir die Map durch. Wie gesagt, Leute, jetzt nehme ich ja in einer anderen Qualität auf. Das dauert jetzt noch länger zum Hochladen. Ja, Leute, es ist halt eben mein Internet. Wenn ich später mal alleine wohne... Dann habe ich natürlich auch ein anderes Internet. Jetzt hier bei meinen Eltern. Hallo? Da ist gar nichts drin. Und hier ist eine kleine Hütte. Hm. Und wieder eine Bootsanlegestelle. Was ist das hier? North, West, South, South, East. Okay. Also Norden, Westen, Süden, Osten. So rum. Ja, Hier ist wieder so ein Boot. Und hier ist... Ah, ein Clownfisch und eine Angel. Können wir angeln? Okay. Ja, und was gibt es hier noch zu sehen? Da war doch noch was Unterirdisches in den Screenshots. Da muss ich... Oh, was haben wir denn hier? Na gut, ich glaube, das ist einfach nur so ein... Boah, Alter, ist das hell, Mensch. Augenkrebs confirmed. Gut, irgendwo ist hier noch was Unterirdisches von den Screenshots. So eine Art Cave. Also wie dort hinten, nur mit Jump and Run und so. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, in diesem Häuschen mit diesem schönen Meerblick beende ich diese kleine, aufregende Folge von Minecraft The Lost Treasure. Episode 2 war das jetzt. Und in der nächsten Folge hoffe ich ja, dass wir dann die Map durchhaben und dass wir dann jetzt auch dann demnächst auch eine Weihnachts-Adventure-Map spielen können. Obwohl, nee, das packen wir, glaube ich, gar nicht mehr, weil Weihnachten ist ja schon 3 Tage. Da muss ich gucken.
Venet kommt natürlich ein Silvester-Special. Da habe ich dieses Jahr was geplant. Was es ist, sage ich natürlich noch nicht. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das von dem zweiten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall ein Like. Ich hoffe, euch hat der Shader gefallen. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.